Er war gleich mittendrin. Der Start von Martin Schmidt als Wölfe-Coach gegen Werder Bremen passte schon sehr gut zu dessen Spielidee. Mit viel Tempo und Leidenschaft gingen unsere Jungs am Dienstagabend in die erste Halbzeit. Nur wenige Stunden nach der Vertragsunterschrift des neuen Trainers zeigte sich das Wolfsrudel gewillt, die Vorgaben von Martin Schmidt schnellstmöglich umzusetzen. Bestes Beispiel: das 1:0 durch Liverpool-Leihgabe Divock Origi nach einer knappen halben Stunde. Fußballerisch haben wir wirklich ein paar gute Szenen, vor allem erste Halbzeit haben wir sehr gute Szenen, defensiv verhalten, vorwärts verteidigen, Pressing, Balleroberung umschalten, auch das Tor so gemacht, das ist genau so ein Tor, wie wir zielen wollen, aber auch im Ballbesitz und im kultivierten Ballbesitz, das hat sehr, sehr gut ausgesehen, wir sind in die Räume reingekommen, haben den Gegner laufen lassen und damit kann man arbeiten. Viel Arbeit, aber eben wenig Zeit. Nächster Stopp für unsere Wölfe? München. Die Bilanz in der bayerischen Hauptstadt spricht zwar nicht für unseren VfL, doch am Freitag will unser Team den Hausherren die Wiesenparty vermiesen. Mit Martin Schmidt hat unsere Mannschaft einen Trainer an der Seitenlinie, der genau weiß, wie man in München Punkte klaut. Mit seinem Ex-Club Mainz 05 holte der Schweizer bei 3 Gastspielen in der Allianz Arena 4 Zähler und sieht ein Spiel in München stets als Leckerbissen. Deshalb ist das, muss das auch immer ein spezieller angestrichener Termin im Jahr sein. Und ich glaube, vor dem stehen wir jetzt und da bereiten wir uns vor. Und ich weiß auch so aus der Vergangenheit, aus der Erfahrung, dass die Spieler immer ein bisschen einen speziellen Charakter haben. Da funktioniert vieles, dass man das ganze Jahr funktioniert, funktioniert da nicht. Plötzlich hat man aber Aktionen, die man plötzlich da heraufbeschwören kann, die man plötzlich kriegt. Für die Spieler ist immer eine riesen Herausforderung, auch gegen die besten der Bundesliga oder gegen die Topspieler international zu spielen, weil man doch auch immer, so wie wir in Wolfsburg sehr, sehr viele junge Spieler haben, für die ist das erste Mal in die Arena reinzugehen und deshalb ist das für alle, muss es ein Leckerbissen sein, muss es Spaß und Freude machen, weil nur wenn man das in sich hat, daraus resultiert Leistung. Beim FC Bayern sorgt nach dem Wiesenauftakt lediglich die Verletzung von Nationaltorwart Manuel Neuer für Ungemach. Der 31-Jährige fällt mit einem Haarriss im linken Fuß für das restliche Jahr aus. Sein Vertreter Sven Ulreich hielt beim 3:0-Sieg der Münchner auf Schalke seinen Kasten sauber. Gegen unseren VfL will Bayern-Trainer Carlo Ancelotti an die Leistung aus der englischen Woche anknüpfen. Wir sind in einem guten Moment gegen Wolfsburg. Ich denke, ist schwierig. Sie haben der Training. Sie haben einen neuen Trainer. Sie sind motiviert. Ich denke, wir müssen aufpassen vor das Spiel. Natürlich, wir wollen gewinnen, um diesen Moment zu weitermachen. Nicht einsatzbereit sind bei den Wölfen derweil weiterhin Jeffrey Bruma und John Anthony Brooks sowie auch Kapitän Mario Gomez, der nach seiner Verletzung aus dem Spiel gegen Hannover an alter Wirkungsstätte ebenfalls fehlen wird. Vom restlichen Kader erwartet unser neuer Coach vor allem folgende Attribute. Sicherlich sehr viel Mut, Spaß und Freude für das Spiel. Ja, keine Angst, nicht zu viel denken, nicht zu viel Respekt, sondern Respekt ablegen, gegen die Spieler sich anlehnen, so rangehen, wie man an jeden anderen Gegner rangeht. Und da liegt da sehr viel drin. Und vor allem die eigenen Stärken in die Waagschale werfen. Und das werden wir da machen. Ohne Angst, aber dafür mit einem neuen Trainer und neuer Energie wollen unsere Wölfe also am Freitagabend den Münchnern Paroli bieten. Es wäre der erste Erfolg für unsere Wölfe in der Allianz Arena überhaupt. Und gleichzeitig ein dickes Ausrufezeichen unter unserem neuen Coach.